Es gibt unsere Verfassung in groß, in klein, als Zeitschrift oder auch als App online. Aber was steht eigentlich drin im Grundgesetz? Das Grundgesetz regelt vor allem zwei Bereiche: die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger und wie unser Staat organisiert ist. Die Grundrechte finden sich in den Artikeln 1 bis 19. Der erste ist eine Art Leitsatz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Eine bewusste Reaktion auf das Grauen der Nazizeit. Die anderen Grundrechte spielen mitten im Leben von uns allen. Zum Beispiel Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit, das Recht auf Eigentum. Wichtig, die Grundrechte sind nicht irgendwelche schön klingenden Sätze, sondern der Staat ist rechtlich daran gebunden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kontrolliert, ob sie eingehalten werden. Seine Entscheidungen füllen inzwischen 148 Bücher. Darin geht es auch um den zweiten wichtigen Bereich im Grundgesetz, der regelt, wie unser Staat organisiert ist. Artikel 20 enthält die tragenden Säulen dafür: Demokratie, Rechtsstaat, Bundesstaat, Gewaltenteilung. Das Grundgesetz regelt auch die Wahlen, genau wie die Staatsorgane, also Bundespräsident, Bundestag, Bundeskanzler, Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht. Die wichtigsten Grundsätze, also die tragenden Säulen und der Schutz der Menschenwürde, dürfen nicht verändert werden, solange das Grundgesetz gilt. Andere Regeln im Grundgesetz können geändert werden, mit Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. In 70 Jahren wurde es 63 Mal geändert. Unsere Verfassung war von Anfang an offen in Richtung Europa. Deutschland darf laut Grundgesetz Befugnisse auf die EU übertragen, bleibt aber ein eigenständiger Staat.